Wertung für Elena Schuschenowa 19,856 übrigens. Die Wertung für Holger Behrendt am Boden war 9,725. Das hat aber nicht gereicht, um Györgyi Gurzugay aus Ungarn vom bisher ersten Platz zu verdrängen. Und nun Laurent Barbieri aus Frankreich, ein Mann, der schon öfters am Boden bei internationalen Wettkämpfen sein Können zeigen konnte. Seine Vornote 9,55, auch hier der Seitwärtssalto anderthalbfach zum Abrollen. Und in etwa dieselbe Sprungverbindung wie vorher Holger Behrendt auch in der zweiten Sprungbahn. Nicht ganz so sauber, nicht ganz so perfekt wie der Tonner aus der DDR. Laurent Barbieri war im Sechskampf Neunter, lag damit einen Platz hinter Andreas Aguilar aus Hannover, der zur großen Überraschung aller Fachleute und zu unserer Freude diesen achten Platz belegen konnte und damit das Ergebnis des Trios aus der Bundesrepublik einigermaßen erträglich gestaltete. Denn schließlich kamen Ralf Kern und Bernhard Zimmelbauer nur auf die Plätze 27 und 29. Abschluss mit dem Tsukahara Doppelsalto, gehockt mit integrierter ganzer Drehung für Laurent Barbieri aus Frankreich. Schauen Sie hier noch einmal im ersten Salto um die Breitenachse, die integrierte Drehung um die Längsachse. 9,7 ist die Wertung für Laurent Barbieri.